In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen im Detail, wie Sie an der Kryptowährungsbörse Maxi Smart Coins kaufen können, die für das Funktionieren Ihrer Wallet notwendig sind. Schritt 1. Registrierung an der Börse. Maxi. Öffnen Sie die Website maxci.com und klicken Sie auf Login Sign Up rechts oben auf dem Bildschirm. Geben Sie in dem sich öffnenden Fenster entweder Ihre E-Mail-Adresse oder die Handynummer ein. Klicken Sie dann auf Next. Bestätigen Sie, dass Sie kein Roboter sind. Nachdem Sie die Überprüfung bestanden haben, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie ein Passwort eingeben müssen. Geben Sie es ein und stimmen Sie den allgemeinen Geschäftsbedingungen zu, indem Sie das Kästchen ankreuzen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche Registrieren. An die von Ihnen angegebene E-Mail-Adresse kommt ein Verifizierungscode. Geben Sie ihn im nächsten Fenster ein und klicken Sie auf Confirm. Fertig. Sie sind nun an der Börse registriert. Schritt 2. Google Authenticator einrichten. Vor Beginn müssen Sie den Google Authenticator einrichten. Das wird Ihre Arbeit mit der Börse sicherer machen. Gehen Sie zum Abschnitt Profil. Wählen Sie Sicherheit und Zwei-Faktor-Authentifizierung, 2FA. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einrichten. Es öffnet sich ein Fenster mit Anweisungen, wie Sie den Google Authenticator aktivieren können. Laden Sie den Google Authenticator auf Ihr Smartphone herunter. Klicken Sie dann auf Weiter. Es öffnet sich ein QR-Code, den Sie mit der installierten mobilen Anwendung scannen sollen. Dazu müssen Sie die Anwendung zuerst geöffnet haben. Klicken Sie dann auf dem ersten Bildschirm auf Get Started. Wählen Sie in dem sich öffnenden Fenster Scan QR-Code aus. Scannen Sie den QR-Code auf der Aktivierungsseite. Sie werden sehen, dass ein Code für die Börse Maxi in Ihrer App erschienen ist. Klicken Sie dann auf Weiter. An Ihr Handy oder an Ihre E-Mail-Adresse, je nachdem, was Sie bei der Anmeldung angegeben haben, wird eine SMS oder eine Mail mit dem Code geschickt. Um ihn zu erhalten, klicken Sie auf Code abrufen. In das erste Feld geben Sie den erhaltenen Code und in das zweite Feld den aktuellen Code aus der App Google Authenticator ein und klicken Sie auf Weiter. Fertig, der Google Authenticator wurde erfolgreich aktiviert. Schritt 3. Börsenguthaben auffüllen. Um USDT auf das Guthaben der Börse zu senden, gehen Sie auf Wallet, Deposit. Wählen Sie in der Liste der Kryptowährungen USDT aus und prüfen Sie, ob auch das Netzwerk richtig ausgewählt wurde. Klicken Sie auf das Feld Depositadresse, damit die Börse eine Einzahlungsadresse für Sie generiert. Senden Sie die USDT an die erhaltene Adresse. Bitte beachten Sie, dass das Deposit mindestens 0,01 aufweisen soll. Schritt 4. Smart kaufen. Wählen Sie auf der Startseite Spot aus. Geben Sie im Suchbereich des sich öffnenden Fensters den Namen der Kryptowährung ein, die Sie kaufen wollen. Lassen Sie uns nach Smart suchen. Wir können sehen, dass das Paar Smart USDT verfügbar ist. Sie können Smart zum Marktpreis kaufen, das heißt zum aktuellen Preis, oder eine Limit Order für den gewünschten Preis erteilen. Um Smart zum aktuellen Preis zu kaufen, wählen Sie Markt. Wenn Sie zum Limitpreis kaufen wollen, klicken Sie auf Limit. Sie können auch eine Stop Limit Order erteilen, was Ihnen die Möglichkeit gibt, gleichzeitig einen Stop-Preis und einen Limit-Preis festzulegen, um die Kosten für die Ausführung Ihrer Transaktion zu kontrollieren. Wählen Sie den gewünschten Order-Typ aus. Wählen Sie den Preis, zu dem Sie Smart kaufen möchten, im Falle einer Limit-Order, die Menge der Smart-Coins, die Sie kaufen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Smart kaufen. Und erledigt. Sie haben Smart an der Börse Maxi gekauft. Jetzt sollen Sie die Smart Coins auf Ihre Smart Wallet übertragen. Schritt 5. Smart auf die Smart Wallet übertragen. Um die Coins von der Börse zu senden, müssen Sie Ihre Wallet-Adresse kopieren. Öffnen Sie dazu die Smart Wallet App und klicken Sie auf die Karte Smart. Sie sehen die Adresse Ihrer Wallet, die Sie durch das Klicken auf das Kopiersymbol kopieren können. Gehen Sie nun zu Maxi zurück, dann zur Wallet und wählen Sie Withdraw aus. Geben Sie den Namen Smart in die Suchleiste ein. Geben Sie die kopierte Wallet-Adresse und den Betrag in Smart ein, den Sie senden möchten. Und klicken Sie auf die Schaltfläche Senden. Es öffnet sich ein Fenster, in das Sie den an Ihre E-Mail oder Ihr Handy gesendeten Code sowie den Code aus der App Google Authenticator eingeben sollen. Geben Sie beide Codes ein und klicken Sie auf Senden.
Sie erhalten nun eine E-Mail zur Bestätigung, dass Sie selbst die Transaktion durchführen. Prüfen Sie Ihr Postfach und bestätigen Sie die Abhebung. Dazu müssen Sie die letzten 4 Ziffern der Abhebungsadresse eingeben und auf die Schaltfläche Senden klicken. Sollten Sie die Abhebung innerhalb von 15 Minuten nicht bestätigt haben, wird die Transaktion automatisch storniert. Sobald die Transaktion bearbeitet worden ist, gehen die Coins in Ihrer Wallet ein. Somit sind wir den gesamten Weg von der Registrierung an der Börse bis zum Kauf und Abheben von Smart Coins durchlaufen. Wir hoffen, dass Sie nach der Lektüre dieser Anleitung keine Fragen mehr zu dem Prozess haben. Sollten dennoch Fragen auftauchen, können Sie sie jederzeit an unser Support-Team senden.